Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Destiny. Endlich geht das PSN wieder. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt zum Dennis fahre, ne, wird erstmal richtig hart Destiny gespielt. Vielleicht kriege ich sogar noch ein paar Videos hochgerendert und so weiter. Weil ich habe jetzt schon gelesen, oh Julia, bitte nicht Destiny im Livestream. Und dazu sage ich nur, leck mich! Ich will Destiny im Livestream spielen. Denn ich suchte Destiny, wie gesagt, richtig, richtig hart. Und deswegen dachte ich mir, komm, machst du mal ein kleines 1-Stunde-Let's Play? Natürlich nicht von Anfang an. Aber von Anfang an wäre es natürlich wieder ein bisschen langweilig. Denn es ist so. Deswegen werden wir uns heute mal ein bisschen auf das Max-Level und das Licht-Level konzentrieren. Ich werde ein bisschen erzählen, warum mir das hier so gut gefällt. Und ja, das soll es auch dazu gewesen sein. Hier, Level 25. Wunderbar! Rüstung kann ich nicht gebrauchen. Mach mal bitte weg. So, hab grad gemerkt, ich habe gar keinen Ton hier. So. Das habe ich immer noch nicht gerafft, aber ich glaube, da kriege ich noch so eine Banane. Ist klar, oder? So. Ich muss mal ganz kurz gucken, was für Auftragsnachweise ich noch habe. Weil hier den. Den kann ich eigentlich mal eben ganz kurz wegpacken, da ich dazu eine starke Manntruppe brauche, um diese Aufgabe abzuschließen. Die habe ich nicht. Zweimal mit Fusionsgewehr treffen, ja, das kann man noch machen. Fünfmal Schar mit einer Spezialwaffe. Boah, hier, PvP habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Eliminiere die, bla 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 bla. Das mache ich alles später. Komm, weg damit. Das wird heute eh nichts mehr. Das heißt also, wir werden uns erstmal zum Turm begeben. Doch, guck mal, da ist eine Aufgabe. Ich weiß auch, woher, wieso, weshalb, warum. Ja, ich begebe mich erstmal zum Turm. Ich muss ein paar Beutezüge an Start bringen, an Mann bringen und dann werde ich einfach mal gucken. Ich habe das jetzt übrigens hingekriegt mit dem Nachrenner der Datei. Also ich müsste jetzt eigentlich in der Lage sein, so eine 1-Stunden-Datei dementsprechend auf ein Datenformat runterzurendern, dass ich es mit meinem Videobearbeitungsprogramm halt geschnitten kriege, weil der verzieht mir halt sonst den Ton. Da sind komische Lags drin. Allgemein sind hier Lags drin und ich weiß nicht, woher die kommen. Vielleicht, weil ich das über 2.0 drin habe. Es soll ja eigentlich über 2.0 funktionieren. Vielleicht muss ich dann doch 3.0 benutzen, weil 2.0 ja nicht ganz so gut, was sehr, sehr schade wäre. Oder ich habe es einfach im falschen USB drin, dass der eine nicht so gut funktioniert wie der andere. Ich habe doch keine Ahnung, weil mir ist das halt aufgefallen bei der GTA-Aufnahme zum Livestream, zu den Livestream-Ankündigungen, dass da halt ab und zu so ein kleiner Leck drin war, ne? Und das war halt nicht so gut. Deswegen muss ich da mal gucken. Ich werde auch jetzt erstmal nur 15 Minuten aufnehmen, falls der Ton noch zu laut ist. Und dann werden wir mal gucken. So, ja genau. Sie heult jetzt rum. Warum hast du meine Aufgabe nicht angenommen? Ach. So, erstmal Beutenachweis holen. Endlich kann ich Destiny spielen. Ah, geil! Suchten! Beutezugnachweis. Sammle 200. Das sollte eigentlich möglich sein. Eliminiere 100 mit. Das geht auch auf der Zeit. Erreiche die Goldstufe bei öffentlichen Events. Na, eliminiere Schar. Das könnte ich eigentlich mitnehmen. Besiege die Mission. Bla bla bla. Ach, im schwarzen Garten. Auf heroisch. Ey, ist sie lieber noch nicht. Sechs Patrouillenmissionen im Kosmodrom. Das kann man alles schon mal annehmen. Und dann gucke ich nochmal, was sie da so am Rummeckern hat. Dann müsste ich eigentlich auch nochmal ein paar Aufgaben annehmen. So, es geht also jetzt los mit dem PS4-Zugespamme. Die Elgato muss mal langsam warm laufen. Ja, ist klar. Die Aufgabe mache ich, wie gesagt, wenn ich Lichtlevel 26 erreicht habe und so weiter. Schön ist natürlich, wenn ich hier die ganzen Aufgaben mache, bekomme ich Ruf für sie hier. Und dann bin ich Level 0 und dann kann ich hier mit der Zeit die ganzen Wappen kaufen und freischalten. Genau wie das hier. Ach, Marvin Party-Einladung. Das Doofe ist jetzt nur. Ach komm, wir nehmen ihn mal ganz kurz an, oder nicht? Nee, lieber nicht, weil ich möchte halt eben kurz alleine hier spielen. Es tut mir sehr, sehr leid. Lichtpartikel Punkt 3, Eliminiere und Schaden. Ich hab da keine Ahnung von. Ist tut mir doch so leid, ich hab da überhaupt keine Ahnung von. Machen wir erstmal nicht. So. Mache ich dann später Mäuschen. Alles klar? Alles klar. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich das so aufnehmen kann, dass, oder ob ich das überhaupt aufnehmen kann, dass ich die Party höre. Weil um die Party zu hören, muss ich ja Mikro anschließen. Das heißt, ich müsste eigentlich zwei Mikros haben und ich weiß nicht, ob ich die Party dann auch mit aufnehmen kann. Es ist alles ein bisschen doof. Sagen wir es mal so. Es ist alles ein bisschen doof. Ich müsste da noch ein bisschen rum experimentieren, weil ich weiß halt noch nicht, wie das alles funktioniert.
So, Patrouillenmission, hier muss ich hin. Um die ersten Beutezug zu machen. Damit ich Ruf bekomme, den Ruf in dem einen Level aufsteige, um mir dann Rüstung zu kaufen. Ich habe mir nämlich die Tage mal so ein paar witzige Videos angeguckt von Leuten, die zeigen, wie man halt in Gramme farmt. Und das ist totaler Schwachsinn, weil so funktioniert Destiny nicht. Destiny ist kein normales Loot- und Leveln-System. Es geht dir nicht ums Looten. Eigentlich geht es nur darum, Missionen zu absolvieren, in Rufrang aufzusteigen und sich davon dann die Superwaffen und Ausrüstung zu kaufen. Die lootet man nicht! Aber das hatte ich halt damals auch noch nicht verstanden. Jetzt, seitdem ich mich halt mit Destiny beschäftige, ist mir das dann halt durch mehrere Videos aufgefallen, dass das dann halt so funktioniert. Jetzt muss ich einfach mit dem Aimbeer klarkommen. Und hier ist übrigens meine legendäre Schrotflinte, bei der ich ein sehr, sehr cooles Multiplayer-Gameplay hingekriegt habe. Sehr, sehr lustig. Wow, wo kommt der jetzt schon her? Komm her, mein Junge. So. Ja, Marvin, ich habe den Einladung gesehen. So, jetzt kann ich nämlich das heilige Relikt aufnehmen und Metzeln! Na, wo seid ihr? Na, warte. Ups. So. Fatz. Komm her hier. Hier wird nicht lange rumgeholt, hier wird direkt. Hoppala. Das war jetzt doof. Gut, dass sie hier so low level sind. Super bereit. Sonst könnte ich das nämlich gar nicht machen, was ich hier gerade tue. Zack. Ich glaube, es gab mal eine Aufgabe, da musste ich das erfüllen, aber die gibt es nicht mehr. Aber hey. Ach, hier, dadurch gibt es die Sensormedaillen. Und da brauche ich ja ein paar von. Gegner, 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 Gegner. Wo sind sie? Da hinten. Kommt her, meine Brüders! Ah, Schwert explodiert gleich. Lange hält das nicht mehr durch. Ah, ja! Den hatte ich noch. Ah, fuck. So. Ich hatte vergessen nachzuladen. Alles klar. Und da liegt schon das erste Engramm. Wunderbar. Kann ich natürlich nichts mit anfangen, weil das ist ja alles Low-Level-Gebiet. So, mal gucken. 100 Meter. 52 Meter. Da gehe ich mal ganz kurz hin. Ja, mit der legendären Schaufel habe ich auf jeden Fall Multiplayer mal richtig rumgerödelt. Muss sagen, sobald du einen Meter von denen wegstehst, macht die keinen Schaden mehr. Aber wenn du wirklich einen Gegner vernünftig triffst, dann ist die Schrupfen der richtig brutal. Deswegen eigentlich benutze ich normalerweise einen Sniper. Aber durch das Töten mit dieser Waffe bekomme ich halt Levelaufstiege für diese und kann die dann verbessern. Und wenn dann irgendwann mal wieder so Spezialevents sind, wo halt Levelvorteile aktiviert sind, dann ist das halt dann richtig lustig. Blöd natürlich auch, die anderen haben auch Levelvorteile. Hups, das war daneben. So, komm her hier. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. So, Feind erkunden, alles klar. Und hinter. Spieler ist beigetreten. Killer Boob ist in der Einsatzparty. Sehr, sehr schön. Da! Ah! Ah, was mache ich da? Ach du Scheiße. So. Hier ist meine Aufgabe. Da muss ich mal ganz kurz hin. Mal kurz Hallo sagen. Lustigerweise übrigens, so viele finden ja das neue Call of Duty so geil, weil man da jetzt halt so rumschweben kann, aber man kann es hier halt auch. Deswegen irgendwo witzlos. Und da ist auch schon das erste. Boah. Aimen soll gelernt sein. Das erste etwas hochwertigere Engramm. Und zwar ein seltenes. Und aus einem seltenen Engramm kann man ein legendäres Item bekommen. Killerbude! Der ist schon Level 30, ey. Der ist doch krank, Mann. Tja. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig, dass ich wieder Destiny spielen kann und versuche halt, diese Videos noch Besuch bei Dennis hochzukloppen. Damit ihr da so einen kleinen Eindruck von bekommt. Warum ich. Ja! Marvin! Ich sehe es! Ich sehe, dass du möchtest, dass ich mit dir spiele, aber. Ich will halt gerade ein Video machen! So, Feindgebiet erkunden. Da fahre ich lieber mal ganz kurz hin. Oh, soll ich einfach, wenn ich an der Party beitreten will und mit ihm reden will,
müsste ich mein Headset halt in meinen Controller stecken und dann kann ich nicht mehr aufnehmen. Das ist irgendwie so ein bisschen. Ach, ich weiß wohin. Nein, kurz hier rauf. Weil jetzt echt Ärger machen, Alter. So. Und hier muss ich jetzt einfach hinstellen. Oder auch nicht. Geht mir doch nicht auf den Sack, ey. Die Sniper, trotz Low Level, können die einem richtig auf Eier gehen. Und mein Aiming war auch schon mal besser. Wie gesagt, ich habe bisher lange nicht spielen können. Das ist jetzt erstmal meine Ausrede dafür. Ich muss mir den Skill wieder antrainieren. Uah. Okay, erledigt. So, 10 Ruf bekommen. Boah, Alter. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass, glaube ich, hier ist eigentlich nur eine Vorbereitung auf den Multiplayer. Weil der liegt halt ziemlich darauf Wert, dass man wenigstens hier gespielt hat. Und momentan mag ich die Multiplayer nicht. Das ist halt brutal aufs Maul. Vielleicht verstehe ich ihn einfach nur nicht. Was sehr wahrscheinlich ist, aber. Es frustriert halt nicht zu wissen, warum man auf die Fresse gekriegt hat. So. Ich kann euch mal ein anderes Visier reinmachen. Aber macht halt momentan keinen Sinn. Feinde eliminieren. Ach so! Ja. Haben wir ja gleich. So, wo seid ihr? Da seid ihr. Es wird abgeschlossen. Ich werde den Tag vermiest. Ich informiere die Stadt. So. Ich glaube, ich werde dann halt nach diesen 15 Minuten, die wir gleich erreicht haben, einfach mal kurz dem Marvin Bescheid sagen, warum ich noch nicht da bin. Also warum ich jetzt nicht in seine Party gehe. Denn ich möchte halt unbedingt immer eine Stunde aufnehmen. Juhu. So. Ah, komm. Ja, ich muss mich an die Empfindlichkeit wieder gewöhnen. Aber ich bin trotzdem glücklich, dass das Ende wieder funktioniert. Tod allen Hackern! Genau, diese Sensorendinger muss ich auch noch einsammeln. Sieht das eigentlich jetzt hier aus? Ja, 20 gleichzeitig. Stimmt, eigentlich müsste ich mit einer Pulswaffe spielen. Kosmodrom, ja, habe ich auch schon eine ganze Menge von 6 Missionen abschließen. Das kann man halt alles schön verbinden. So, hier ist sie. Geil. So, und da ist noch eine legendäre. Ach, das ist so schön, ey. Das ist so schön. Schön ist das. So, legendäre Handwaffe. Komm, wir rüsten einfach mal alles aus, damit ich ihm ein bisschen Penis zeigen kann. Das alles ein bisschen vernichten. Willst du mich verarschen, Alter? Das war der Marvin, der Killerbude. Die abonniert ihn sofort, wenn ich ihn abonniert habe auf meine Empfehlungen. Das ist ein voller Wichser. So, hatte ich es eigentlich vorgenommen. Ich muss ein Impulsgewehr killen. Nur ich habe da halt gerade keine Munition. Sehr schön. So. 21 Sensoren. Also ich hab's gleich mit den Sensoren. Jetzt müsste ich halt nur mal ganz kurz. Hab dich gesehen. Mal ganz kurz noch eine neue Patrouillenmission finden. Da hinten ist eine. Stimmt ja. Oh, warte. Da war Drehmetall. Immer die Rohstoffe mitnehmen. Ich habe am Anfang nie kapiert, warum, aber ich hab's trotzdem mitgenommen. Stellte sich heraus, war sehr, sehr gut. Da draußen liegt unsere Geschichte. Und die neue Monarchie bezahlt dafür. Missionsparameter folgen. So. Die mache ich dann noch eben schnell und dann beende ich kurz die Aufnahme, guck mir das alles an. Jetzt mit dem Ton so läuft, weil ich bin halt wie gesagt dann noch im Neuland. Dann soll es demnächst einfach mal richtig losgehen. So. La 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 la
Ach komm, ich lasse es mal lieber, das wird irgendwie nachher ein bisschen widerlich. Ja! So. Zwei Treffen, dann habe ich den mit dem Beutezug irgendwie auch gleich fertig. Dann brauche ich mich darum nämlich auch nicht mehr kümmern. Dann könnte ich nämlich 3 oder 4 Beutezüge gleichzeitig abschließen. Und das ist ja nicht mehr als geil. So, lauf, kleiner Mann, lauf. Jetzt haben sie mich bemerkt. So. So. Der Killerbude, der ist ja schon wieder gut am Durchheizen. Hier muss ich rein. Alles klar. Wow. Du auch rein! Gute Arbeit. Was? Das war's? Fuck, kommen neue Feinde. So! Guck ich mal ganz kurz, was ich alles schon abgeschlossen habe. Oder fast abschließe. Hier, das 2-mal Treffen noch 4-mal. Hier noch ein paar Sensormilben brauche ich noch. Und noch 3 Patrouillenmissionen. Ich würde sagen, das war es soweit erstmal von diesem Part. Ich gucke mal, wie gesagt, wegen dem Ton. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr freut euch noch auf den nächsten Part. Denn da kommen noch 3. Also, haut rein!